Hey meine Freunde, ich bin's wieder, euer Gebirges. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir befinden uns hier wieder in Gerudo-Stadt beim Donnerhelm, bei der Königin Ryu und ihrer Leibwache Bila. Und wir haben den letzten Part, den letzten Titan abgeschlossen. Wir haben Urbosa gerettet, ihre Seele befreit, Vandaboris den Clown von Ganons Elektrofluch entrissen und... Junge, das war ein böser Bosskampf. Das war nicht nett. Das war richtig, richtig gemein. Er hat mir gefallen, Tatsache. Er hat mir wirklich gefallen, der Bosskampf, weil der echt ein bisschen knifflig war. Heute aber, meine Freunde, werden wir uns dran machen, dieses Schmuckstück hier mitzunehmen. Den Donnerhelm. Wir dürfen ihn mitnehmen, solange wir allen Leuten in Gerudo-Stadt helfen. Wie machen wir das? Wie helfen wir? Nun, wir können den Leuten nur helfen, indem wir Quests machen. Und das werden wir auch heute tun. Nebenbei, ich muss sagen, die Kombination aus Schwert und Schild von Urbosa hier, ihr Schatzschild und ihr Schatzschwert mit der Rüstung und alles, sieht ziemlich cool aus. Seht der Bogen dazu auch? Nee. Ach, das ist die... Ach, das ist die Scheide da hinten, die für die Klinge. Gut, ja, wir werden heute jede Menge Quests machen. Einige haben wir schon angenommen, andere noch nicht. Wir müssen uns ein bisschen umschauen, ob wir welche finden können. Aber ich denke mal, wir dürften die recht schnell finden. So, Gerudo-Stadt. Oh, hier gibt es so viele Quests, die ich noch abschließen muss generell. Eidewitzka ist eine Menge. Teilweise Hateno sogar. Gut, der Schatz der Gerudo. Seit Urbosas Zeiten wird Donnerhelm... Ah, das ist die Hauptquest, die wir haben, die wir machen müssen, um den Helm mitzunehmen. Das Moldra-Herz. Nur ein Moldra-Herz kann die Krankheit eines Mannes heilen. Ihres Mannes. Von der einen, die wir letztens im Part getroffen haben. Beziehungsweise davor dem Part. Bevor wir zum Titanen gefahren sind. Marlena, das war die, die hier vorne stand bei den Soldatinnen. Okay. Schauen wir mal kurz, wo wir was finden können, sowas. Okay, sie steht hier vorne. Sie schläft hier vorne. Ist auch ein bisschen doof. Sie hat einen Mann. Okay. Sie hat einen Mann, aber der darf halt nicht hier hinkommen, weil sie halt eine Gerudo ist. Tja. Das Leben einer Gerudo ist nicht gerade angenehm, denke ich mal. Scheint zumindest so. Der Sturm wütet wieder. Nur eine Quest. Hi, Liner. Ich konnte den Titanen von hier nicht sehen, aber mir wurde gesagt, dass er jetzt weit weg ist. Keine Ahnung. Aber ohne den Titanen drohen jetzt Monster und Sandstürme. Die Alten wussten schon, warum sie ihre Schätze dort draußen versteckt haben. Sie zu suchen ist gefährlich. Einfach zu gefährlich. Und wahrscheinlich ist das mit den Schätzen auch nur eine Legende. Schätze? Viel mehr weiß ich auch nicht. In der Gerudo-Wüste gibt es Statuen, die vielleicht zu den alten Ruinen gehören. Angeblich weisen die Statuen den Weg zu einem verborgenen Schatz. Aber das ist nur Aberglaube. Und selbst wenn es so wäre, so ein Sandsturm wirbelt nur... In so einem Sandsturm wimmelt es nur von Monstern. Ich würde das Risiko nicht eingehen. Schweigende Statuen. Die Statuen zeigen uns also quasi den Weg zu einem... Da hinten läuft jemand. Schon, es ist kalt. Die zeigen also den Weg zu dem Schrein. Gut zu wissen. Und die scheint irgendwo da hinten zu sein. Zumindest zeigt die Statue da drauf. Kann ich das Schwert mitnehmen? Dankeschön. Ist nur ein Reisezweihänder. Ach, lass mal liegen. Hat auch keinen besonderen Effekt drauf. Hi. Also der heutige Part wird wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Ich habe auch schon auf Twitter geschrieben, dass ich die Parts, dass eventuell mehrere Parts pro Tag kommen können von Zelda. Eben weil wir noch ein bisschen was zu tun haben, bevor wir gegen Ganon kämpfen und ich gerne alles abschließen möchte. Bevor wir halt irgendwie, das erste DLC anfangen. Elektropfeile. Sehr schön. So, die Statue zeigt nach... Da.
Okay. Laufen wir einfach mal den Weg entlang. Irgendeiner von denen weiß bestimmt schon den Weg. Den richtigen. Weil die zeigen irgendwo alle nach hier drüben. Also, da vorne auf die Stelle, die auf der Karte irgendwo grau markiert ist. So sieht es zumindest aus. Oder auch nicht, da sind einfach nur böse Bockblinden. Ha. Ach, die zeigen irgendwo da hinten hin, was soll's. Hallo. Auf Wiedersehen. Kreuz und quer, kreuz und quer. Keine Lust gegen euch zu kämpfen, hat keinen Sinn gegen euch. Ja, ich hätte mir eine Sandtraube fangen können, mitnehmen können, aber... Meh. Da vorne ist eine Statue. Der müssen wir folgen, da müssen wir in den Sandsturm reingehen. Und das... kann ein bisschen haarig werden. Bin mal gespannt, was es so bringen wird. Hier sind noch Zitterfrüchte. Her damit. Her damit. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich den Kaktus umhauen. Dankeschön. So, von dieser Statue aus den Weg nach vorne laufen. Okay. Verdammt ruhig hier. Keine Musik und nix. Sehr, sehr komisch. Ah ja, jetzt wird es richtig ekelhaft mit dem Sandsturm. Oh Junge. Hat bis hier drüben gezeigt. Ah, da vorne ist eine weitere. Ich stelle mir mal vor, dieses gigantische Skelett hier würde aufstehen. Uff, das wäre grausig. Oh, eine neue Art von Pflanze. Zitterkraut. Könnte man theoretisch wahrscheinlich verwenden. Eine Heilpflanze der Gerudo. Yay. Hilft gegen Elektrizität. Okay. Die zeigt nach da drüben. Wo genau? Nach da. Kamera drehen, Kamera drehen, Kamera drehen. Dahin. Ich könnte auch einfach R drücken. Nee, L. ZL. Dann würde ich auch in die Richtung schauen, aber nee. Gut, in diese Richtung liegt dann irgendwo eine Statue. Ah, aber hier sind unfassbar viele Ruinen auch. Die auf jeden Fall nach hier drüben gezeigt. Da oben ist ein... Was ist denn das? Ein Exalfoss da oben? Oh, ist hier gerade unfassbar heiß. Hitzeschutz. Die hat ihn nach hinten drüben gezeigt. Ich weiß nicht warum. Kann sein, dass ich eine weitere Statue verpasst habe, aber ich habe keine weitere gesehen. Aber warum sollte ausgerechnet hier drüben eine sein? Oder der Schrein sein? Wäre ein bisschen merkwürdig. Oh, Tatsache, hier ist noch eine. Ja, wer hätte das gedacht? Also immer weiter geradeaus. Da ist ein Exalfoss. Und da ist ein gigantisches Skelett. Das ist mal ein Exalfoss alleine hier. Hi. Hi. Ein Glutkraut. Hm. Ah, da unten ist der Schrein. Schau mal einer, guck. Ja, der ist immer gut gelegen hier. Glutkraut. Habe ich von euch ein Bild? Nein, jetzt aber schon. Sehr schön. Mapsimum erreicht. Der Kima zu Uso-Schrein. Wenn wir gleich auf die Karte schauen, dann dürfen wir wahrscheinlich sogar sehen, wo genau der ist. Also aus dem Dungeon heraus, weil hier draußen können wir die Karte nicht anschauen. Also so gar nicht, gar nicht. Ist ein bisschen ärgerlich. Stellen Sie mir die Frage, wenn wir hier gleich rauskommen, ist der Dungeon dann weg oder ist er noch da? Unterbrochene Flugbahn. Hm. Denn wenn der nicht weg wäre, dann wäre es ziemlich doof. Ah, okay. Uff. Hab dich.
Das war ziemlich happig, dich rauszuholen. Du bist aber ziemlich groß. Größer als Link, meine Güte. So, hier müssen wir das Ding drauflegen. Oder berühren. Und dann öffnet sich die Tür. Alles klar. Tür bleibt auch offen. Gut. Aber ich will ja noch die Kiste haben. Und die befindet sich da drüben wahrscheinlich. Weil das auch so eine Plattform, wo man da drauflegen kann. Ja, da ist zumindest mal die Tür offen. Ein Mondsäbel mit plus 6 Angriff. Nett. Ich habe noch einen weiteren Mondsäbel, aber ich glaube, der hat ein bisschen weniger. Plus 5 nur. Tschüss, Ritterschwert. Du hast so extrem keinen Angriff mehr drauf. Und bist fast schon zersprungen. Warum wohl? Ja, weil ich zu sehr gegen ganzen Typen von Dinges gekämpft habe. Gegen die Kollegen von... Ja, die ganzen Kollegen halt. Ich könnte alle löschen, theoretisch. Ich habe zwar ein paar sehr schöne dabei, aber... Naja, lösche ich sie halt alle. Bye. Ritterschwert habe ich schon, okay. Habe ich auch die Karte hier drin oder ist die... Ach, ich habe die Karte sogar hier drin. Cool. Und gut, kommen wir raus. Wir haben alles. Das war ein kurzer Dungeon. Sehr kurz. Schade. Da hatte ich mir mehr erhofft aus diesem Dungeon hier. Naja. Der war ein bisschen zu einfach. Ein bisschen die Kugel abfangen und dann hat man's. Oh. Raus hier. Und zurück nach Gerudo-Stadt. Ha. So weit zurück. Oje, oje. Bitte sei weg, Sandsturm. Bitte. Bitte, sei weg. Tatsache, Sandsturm ist weg. Sehr geil. Also wenn der wenn man den Schrein geschafft hat, ist der Sandsturm weg. Und hier vorne ist eine Sandrobe sogar. Hallo Sandrobe. Hier gibt es auch wirklich viel Kraut zu sammeln. Also wenn ihr Zitterkraut braucht oder Glutkraut, dann kommt hier zu diesem Schrein. Hier gibt es eine Menge davon. Aber auch eine Menge Statuen, die alle hier hin zeigen. Ah, und wenn ihr Kisten haben wollt. Das ist keine Kiste. Das ist so ein blöder, nerviger, verdammter Kack von... Den hier. Wow. Von dem hier. Ha. Gut. Ja, Sandsturm ist weg. Schrein ist offengelegt. Hier geht's nicht wirklich weiter. Das heißt, wir begeben uns zurück. Ja, wirklich zur Gerudo-Stadt zurück. Was bin ich froh, nicht laufen zu müssen, weil wir Teleport besitzen. Das wäre super, super weit und richtig bescheißen. Super bescheißen. Beschissen. Beschissen, meine Freunde, beschissen. Gut, gehen wir mal vorne durch. Wir haben unsere Freunde hier vorne noch ein paar Quests für uns. Nö. Unsere Freundin von hier vorne ist auch nicht da. Was zum Teufel macht die denn hier? Okay. Du
läuft auf Sand. Oh, die sind meinen Sandstiefel aufgefallen? Mit denen kann ich über Sand laufen, ohne gebremst zu werden. Sehr praktisch beim Laufen in der Wüste. Wenn du willst, könnten wir... Ich will Sandstiefel. Hä? Huh? Oh, die Sandstiefel sind sehr selten, aber ich würde sie geben, aber... Ich finde sie jetzt eine gute Gelegenheit. Ich meine, ich gebe sie dir, wenn du mir einen Gefallen tust. Hast du von den 8 Kriegern gehört? 8 Kriegerinnen gehört? Achte Kriegerin? Nö. Es gibt bei den Gerudo eine Geschichte von 7 Kriegerinnen, aber es soll eine 8 gegeben haben. Niemand weiß, warum ihre Existenz in der Geschichte verschwiegen wird. Schon als Kind hat mich die Geschichte der geheimnisvollen 8. Kriegerin gefesselt. Wenn du also die 8. Kriegerin findest, kannst du meine Sandstiefel haben. Ich schau mal. Toll. Angeblich wird die 8. Kriegerin von den Bewohnern der Gerudo Hochebene verehrt. Dort nennt man sie die rot-braune Riesin. Das ist alles, was ich weiß. In Gerudo-Stadt sollte sich jemand finden lassen, der sich mit der Legende um die 7. Kriegerin auskennt. Wenn du mir ein Bild oder so zeigen könntest... Auf dem Bild soll der gesamte Oberkörper sichtbar sein, wenn das geht. Hier, du kannst dir gerne diese Stiefel ausleihen. Ich bin sicher, sie werden dir hilfreich sein. Schneestiefel. Cool. Die Gerudo Hochebene ist von tiefem Schnee bedeckt. An solchen Orten kommt man zu Fuß schlecht voran. Wenn man allerdings Schneestiefel trägt, kann man auch im tiefsten Schnee herumlaufen, wie auf festem Grund. Ach was, schneller Loch. Es gibt niemanden mehr, der sie herstellen kann. Deswegen hätte ich sie gern irgendwann zurück. Nö, meine. Hi. Die 8. Kriegerin ist nur eine Legende. Viele haben nach ihr gesucht, aber niemand hat je etwas gefunden. Aber während wir der Legende nachgehen, freuen wir uns langsam an und dann... Nein. Nein, Tuska, ich glaube nicht. Ich meine, du bist 35 und allein stehen, also, nö. Gut. Weitere Quests. Denn ich glaube nicht, dass sie sich jetzt zählt unbedingt für, naja, für das Große und Ganze. Hey. Ah, hier ist das Sonne-Quest. Sabak. Hi, Aisha. Oder Aisha. Obwohl ich eigentlich keine Zeit habe, Leute zu begrüßen, der Titan hat sich wieder beruhigt. Eigentlich sollte das Geschäft florieren. Und dann so etwas. Was ist denn? Wir stellen Schmuck her, handgemacht. Ich bin die Eigentümerin des Ladens. Leider haben wir keine Feuersteine mehr. Oh, 10 Stück brauchst du? Ja, ich habe 10 Stück. Wir verwenden Rhodonit, Saphir und ähnliche Edelsteine und Steine aus Schmuck her. Jeden Edelstein bewohnen besondere Kräfte inne, die sich zeigen, wenn man sie trägt. Aber ohne Feuerstein kann ich gar nichts tun. Also willst Feuersteine? Kannst du gerne haben. Wie wär's mit diesen hier? Zehn Stück. Oh. Was? Die willst du uns schenken? Ja klar, warum nicht? Feuersteine kriegt man so pillepalle hinterher geworfen irgendwo. Aber das ist mir ganz unangenehm. Du bist so nett zu mir und dabei kennen wir uns gar nicht. Ich würde dir eine Belohnung geben, aber der Laden war schon eine ganze Zeit geschlossen. Und ich habe keine Ware da. Ich hab's. Können wir dir als Dank für die Feuersteine vielleicht irgendeinen Schmuck machen? Oh. Stirnband, Ohrringe. Kann ich in mein Menü reinschauen? Ich würde gerne sehen, was ich am wenigsten habe. Während einer gerade Mario Kart 8 Deluxe fährt. Okay. Nehmen wir die Ohrringe. Topaz hat die Eigenschaft, weniger empfindlich gegen Elektrizität zu sein. Möchtest du Topaz-Ohrringe haben? Ja! Ich wusste, das würdest du nehmen. Bitte warte dann kurz hier. Bekommen wir jetzt ernsthaft Rüstung einfach so? Cool. Das ist ganz neu und nur für dich gefertigt. Ist mir gelungen, oder nicht? Topaz-Ohrringe! Die Ohrringe des Edelsteinhandwerks der Gerudo, die Topaze schützen den Träger mit Hilfe der Kraft von Blitzen gegen Elektrizität oder vor Elektrizität. Du bist jetzt hier jederzeit willkommen. Immerhin habe ich es dir zu verdanken, dass ich wieder aufmachen konnte.
Du bekommst den Sonderpreis von mir. Ah, aber sag es nicht den anderen Kunden, ja? Okay. Ach, du hast die Sachen da drin. Ah. Kaufst du an? Die kauft sogar Sachen an. Krass. Man kann die Schneestiefel nicht verkaufen. Wie gemein. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Jetzt haben wir aber ein komplettes Set mit Elektro-Dingens drauf. Und das ist irgendwo cool. Aber die sind nicht zur... Die gehören aber nicht zur Isolierrüstung, oder? Das wäre ein bisschen merkwürdig. Schauen wir mal kurz, was sie noch so im Laden hat. Sie hat hier die... Das super tolle Diamant-Stirnband. Sie hat hier ein Rhodonit-Hals. Saphir. Topaz-Ohrringe. Ah, jetzt kann man kaufen. Saphir-Stirnband. Rhodonit-Stirnband. Diamant-Stirnband. Oh, ist das teuer. Oh, man braucht sogar Dingens dafür. Materialien. Um die zu kaufen. Ach du Kacke. Opal-Ohrringe. Und Bernsteinohrringe. Die Bernsteinohrringe geben nur Rüstung. Huh. Das ist interessant. Von allen ist aber irgendwo das Diamantstirnband am besten. Saphirstirnband gibt gegen Hitze. Boah, sich die alle Dinger hier zu kaufen, ist sehr teuer, ey. Vor allem kann man die wahrscheinlich alle noch aufwerten. Und das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Gut. Was haben wir noch an Quests hier? Willkommen in der Oase. Gehen wir mal hinein. Keine Quest. Oder? Nö. Hautpflege. Nee, die hat keine Quest. Händler, Händler, Händler. Ganz viele kleine Händler. Ein paar Gerudo. Gronen. Ich hab Basel mit dem Namen, warum auch immer. Ahnung, lieber nicht gerade weiblich. Ah. Ich habe einen neuen Freund oder eine Freundin? Ich bin mir nicht sicher. Jo. Oh je. Die lassen echt die Gronen rein, aber keine Männer. Das ist doch irgendwo halbwegs doof. Ich meine, klar, die Gronen sind halt nicht wirklich. Naja. Ihr wisst schon. Hier sind die nicht ganz auf der Höhe. Was haben wir denn hier für einen Laden? Falls überhaupt ein Laden ist. Gourmet-Geheimnisse von Ratheim. Ratham. Effektiv, effektvoll kochen, heilsame Zutaten, Feen in der Küche. What? Es heißt, dass Feen tatsächlich existieren, sich aber nur diejenigen mit reinen Herzen offenbaren. Theorien zufolge gibt es spezielle Gerichte, die nur mit Hilfe einer Fee zubereitet werden können. Mein Herz ist so makellos rein wie jedes meiner Kochutensilien. Da erwarte ich nun täglich die Ankunft einer Fee. What? Okay. Nein, danke. Ich glaube, Feen sollte man nicht verbraten. Ich finde, das ist nicht gerade gut. Hier haben wir das Zeug, was sich färben lässt, theoretisch. Sandrobben. Ups, sorry. Hier ist nix. Basak! Rubine. Ach, guck an, hier haben wir eine Statue der Göttin. Unfassbar. Jo, was geht? Sie durchsieht mich. Okay, okay. Ah. Okay. Okay. Die gute alte Zeit. Oh. Jetzt bin ich zwar eine alte Frau, aber in meiner Jugend war ich eine Schönheit ohne Gleichen. Alle Woe lagen mir zu Füßen, weißt du? Doch ich hing einem jugendlichen Hirngespinst nach. Ich suchte nach dem Liebesteich, an dem man seine einzig wahre Liebe treffen soll. Ich reiste durch ganz Hyrule. Und denk nur, bevor ich es wusste, wie mir geschah, war ich um einiges älter. Den Liebesteich fand ich nie, auch einen Ehemann nicht. Was denn? Woher das lange Gesicht? Das war schon eine lustige Geschichte, also lach schon. Oh, das war gruselig.
Ich hätte niemals gedacht, dass ich noch mal mit einem jungen Boy plaudere. Bleibst du noch ein wenig länger? Die Statue der Göttin? Ah, die Statue der Göttin stand hier schon lange bevor ich geboren wurde. Doch niemand hier glaubt mehr an sie. Also kommt noch kaum jemand hierher. Genau wie zu mir niemand mehr kommt. Daher muss zumindest ich an der Seite der Göttin bleiben. Okay. Oh. Damit dir nicht das gleiche Schicksal widerfährt wie mir, solltest du jeden Tag deines Lebens genießen. Okay, gruselig. Die arme Frau. Wir wollen... Herzen. Und Ausdauer. Gut. Uiuiui. Das ist mir aber gerade einer tief. Passwort. G. Oh. R. Ne, G. Hm? C. Hm? Ihr könnt in der Beine mich zu euch nehmen. Was? Hm? Gernes Kämmerei. Eure Stimme habe ich noch im Ohr. Ihr wart doch erst hier. Wenn ihr das Passwort falsch sagt, müsst ihr bis zum nächsten Tag warten, bevor euch ein neuer Versuch zusteht. Und aus gutem Grund. Denn wir können hier keine Unruhestifter gebrauchen. Geheimniskämmerei? Die Boutique Wüstenblume hat einen geheimen Hintereingang, durch den nur Mitglieder gelassen werden, die eine geheime Parole kennen. Wenn jemand eine falsche Parole nennt, darf er erst nach einem Tag erneut versuchen. Okay. Okay, woher soll ich das Passwort kennen? Gut. Woher das Passwort? Ja, was willst du denn? Ich schlafe immer tagsüber. Oh. Ach, Neru. Kann ich verstehen, bei der Hitze ist gut zu schlafen irgendwo. Aber allzu viele Quests gibt es hier nicht wirklich. Bisschen schade. Ist noch eine Quest. Was mit Baretta? Wie? Wie bitte? Baretta ist schon wieder verschwunden. Oh. Diesmal wollte sie offenbar ein Riesenfossil irgendwo im Südwesten untersuchen. Oh. Ich habe sie noch aufhalten. Oh. Ah, wohl nicht sehr erfolgreich, denn sonst wäre sie ja noch da. Das stimmt. Aber dort leben Moldras, das ist wirklich gefährlich. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass sie dort hingeht. Zu allem Überfluss ist es dort auch extrem heiß. Mit unserer Ausrüstung können wir nicht lange überleben. Ihr habt wohl Sand im Kopf. Ihr wisst doch genau, dass sie kein Gefühl für Gefahr hat. Wie lange ist es jetzt her, dass sie sich von diesen Banditen hat schnappen lassen? Baretta ist so verrückt wie immer. Und ihr seid so doof wie immer. Ich wünsche, sie würde irgendwann mal aufhören, uns solchen Ärger zu machen. Die Suche nach Baretta. Ach du Kacke. Irgendwo im Südwesten. Du hast interessant pinkes Haar. Nicht wie die anderen rotes. Hi. Oh. Tagsüber bringe ich den jungen Wai den Umgang mit Woi bei und abends das Kochen in der Wildnis. Ich habe mir jetzt zur Aufgabe gemacht, allen jungen Gerude gut auf das Leben außerhalb der Stadt vorzubereiten. okay. Sehr, sehr, sehr komisch. Südwesten. Hier also, in dem Gebiet. Und hier ist ein riesiges Fossil. Exil der Drachen. Klingt danach irgendwo. Aber ist auch eine Südoase. Ich bräuchte eine Sandprobe. Ich weiß, wo ich einen herbekomme. Und dann fahren wir da ganz einfach hin. Hallo, Spurtechse. Einfach nur mal hier vorne hingehen. Hast du eine Quest? Yep, du hast eine Quest. Warum?
Ah, fremder Savak. Also ich wollte hier ein Obstfeld anlegen. Ich habe Abfall weggeräumt, Unkraut gejätet, die Beete umgegraben. Ich habe mich ganz doll angestrengt, aber... auf Sand? Naja... Es wurde ganz viel Abfall angeschwemmt. Oh, also ist das Wasser nicht mehr zu gebrauchen und ein Feld kann ich auch nicht mehr anlegen. Die Umweltsünder! Okay. Hier kommt Abfall an, hä? Dann müsste ich mal hier hochklettern, damit ich hier hochkomme. Denk wieder hoch. Dann helfen wir erstmal ein kleines Mädchen hier. Hier kommt also Abfall an, hä? Da ist irgendwo Abfall. Was ich nicht aufheben kann. Das scheint irgendwo von oben zu kommen. Wer schmeißt denn hier Scheiße in das Ding rein? Ist ja unfair. Das kam von da hinten. Dann mal hier hoch. Kommt da noch was runter oder war es das? Ach, hier vorne. Na du. Was soll das? Bei deinem Anblick vergeht mir der Appetit. Verzieh dich. Es ist so. Da ist ein kleines Mädchen und der ganze Scheiß kommt da hinten an und es ist nicht cool. Wie, Abfall? Eine kleine Wei ist ganz traurig deswegen? Was soll denn das, so plötzlich? Ich kann ja wohl machen, was ich will. Hm? Sieh mich nicht so an. Schon klar, ich verstehe ja. Aber dafür musst du mir einen Wunsch erfüllen. Ich würde mir so gerne Wildbeeren essen. Und wenn es nur einmal in meinem Leben ist. Wenn du mir Wildbeeren bringst, kann ich auch essen... Dann esse ich auch keine Melonen mehr. Ich verspreche es. Verstanden. Wildbeeren wachsen in den hochverschneiten Gebieten der Gerudo-Hochebene. Es gibt dort viele steile Hänge und man kann sie leider schwer pflücken. Deshalb sind sie so schwierig zu bekommen. Nicht mehr auf dem Markt gibt es welche. Ach ja. Die Dinger sind recht klein, also wäre eine einzelne Anzahl allenfalls für den hohen Zahn. Hohlen Zahn. Mal überlegen. 10 Stück sollten es sein. Hey. Wildbeeren. 10 Stück. Und ich habe gerade mal 6 dabei. Ach, ich zu viel. Dann muss er also doch da hoch. Nee. Gut, aber vorher, bevor wir das machen, möchte ich mir eine Robbe holen. Und sei es auch nur eine kleine Sandrobbe, aber eine Sandrobbe wäre halt irgendwo nützlich. Hey, du Piepmatz, komm mal her. Ein Wühlspatz. Gut. Also, irgendwo brauche ich eine Robbe her. Oder ich gehe einfach mal nach da vorne. Sieht nämlich aus wie eine kleine Oase. Auch wenn es gerade wieder frisch wird. Wow. So schnell wird es wieder kalt, unfassbar. Sandrobbenrennen. Ach was. Momentchen mal. Du hast einen coolen Stab. Kann ich auch so einen bekommen? Shabon. Das ist die Trophäe für den Champion der Sandrobbenrennen. Also Finger weg. Ich würde die dir gerne rein... Nee. Kann ich die eventuell... Nee, das wäre ja lächerlich, wenn ich die einfach so hochballern könnte. Oder? Gar nicht, kein Stück. Endlich, Paju. Ich hab da mal krasse Frisuren, ey. Was denn? Belässige Paju gefällt es nicht. Der Titan ist fort und wir können endlich wieder die Rennstrecke nutzen. Paju konzentriert sich auf das Sandraumrennen.
um auf das Sandrom-Rennen vorzubereiten. Oder willst du dich an den Rekord der ungeschlagenen Paju wagen? Wer ist Paju? Momentchen mal, jetzt werde ich frech. Paju ist selbstverständlich der Champion der Sandrom-Rennen. Als ob du noch nie von Paju gehört hast. Jetzt können wir endlich wieder Rennen stattfinden. Als der Titan noch da war, war an Rennen nicht zu denken. Paios Fähigkeiten wären fast schon eingerostet. Und wer bist du? Wenn du die Wahrheit wissen willst, ich weiß, die aus Paio einen Champion gemacht hat. Sie war immer schon etwas schüchtern. Nur in meiner Gegenwart ist sie etwas aufgeschlossener. Stimmt es, Paio? Sie redet nicht. Sieht aber ein bisschen aus wie die Queen. Sie hat einen coolen Gürtel. Sandrom-Gürtelrennen. Hi. Ah ja, du hast ja völlig recht, Paio. Jetzt können endlich wieder Rennen stattfinden. Als der Titan noch da war, konnte man nicht denken. Ja. Sandrom-Rennen. Dass man nie vom weltberühmten Sandrom-Rennen gehört? Hätte nicht gedacht, dass es so jemanden gibt. Unglaublich, oder, Paio? Man steuert eine Sandrobbe und versucht auf dem Weg zum Ziel bestimmte Tore durchqueren. Das ist das Sandrobbenrennen. Wenn man seine Sandrobbe verliert oder die Rennstrecke verlässt, ist man natürlich disqualifiziert. Paio ist rekordzeitig bei 1 Minute 30. Wenn du Rekords schlagen kannst, gehört die Trophäe dir. Diese ganz besondere Trophäe wurde in den letzten 10.000 Jahren von Champion zu Champion weitergereicht. Sieh dir unseren jetzigen Champion nochmal genauer an. Das hier ist Paio. Willst du dich an ihrem Rekord versuchen? Klar. Ui. Ganz vergessen, das zu erwähnen. Die Gebühr ist 50 Rubine. Wow. Okay. Deine Einstellung gefällt mir. Genug geredet. Lass das Rennen beginnen. Wow, die hat wirklich so ein Ding ins Lautsprechergerät. Krass. Es hat sich jemand gefunden, der es nicht scheut, Leib und Leben im Sandraumrennen zu riskieren. Er wird es schaffen, den bisher ungeschlagenen Rekord des Champions zu brechen? Die Beste der Wüste, die Sandraube ist bereit. Ach, süß. Er reißt das Ziel in 1 Minute und 30 Sekunden, ohne einen Turz auszulassen. Also dann zählen wir die Sekunden bis zum Start. 3, 2, 1... Los! Hinter da! Das wird hoffentlich recht schnell vonstatten gehen. Ich Buttonmash auch mal ab, bevor das Ding hier irgendwo langsamer wird. Nur gespannt, inwieweit das hier schwierig sein könnte. Das einzige Problem, was ich momentan sehe, ist irgendwo, dass man die Fahnen nicht richtig sieht. Aber das wäre das einzige irgendwo. So, hier rum. Unter den riesen Skeletten vorbei. Ich hoffe, hier ist kein Sandsturm in der Nähe. Das wäre nicht so cool. So, dann hier durch. Da vorbei. Hier entlang. Geradeaus. Steine. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich den hier machen. Springen geht auch nicht anscheinend. An den Gegnern hier vorbei. Hallo. 3 Basislager haben sie hier. Oh Mann. Und dann hier hoch zum Ziel bei 1 Minute und 15, 16, 17. Cool. Ein neuer Rekord. Yay. Sehr schön. Hat Spaß gemacht irgendwo. Ist ein bisschen kurz. Hätten die längere Strecke, die irgendwo so 2-3 Minuten gingen, das wäre richtig geil. Würde ich feiern. Weil Sandrom macht einfach Spaß zu reiten. Oh. Sie redet. Oh, unglaublich. Ich glaube, das hier gehört dir. Es gibt einen Spruch, den seit 10.000 Jahren jeder Champion seinem Nachfolger weitererzählt. Wenn die heilige Kugel auf dem Sockel prangt, der Auserwählte neue Kraft erlangt. Bisher wurde diese Kraft allerdings noch niemandem zuteil.
Mir jedenfalls nicht. Aber du bist irgendwie anders. Das kann ich spüren. Du solltest es versuchen. Wir haben einen neuen Champion. Ich nehme mal stark an, ich kann das nur machen, wenn ich hier als Mädchen rumlaufe. Getarnt. Und nicht als Typ. Ja, mal schauen, inwieweit die, naja. Drauf reagieren. Der Champion. Guck mal den hier vorne an. Den Typen hier. Ja, was machst du denn hier? Du Kojote, du. Ich meine, das sieht irgendwo knuffig aus. Und da vorne ist noch eine Maxi-Echse. Davon soll ich mir welche einpacken, wenn ich welche bekommen kann. Ist gut, kleiner Kojote, du. Alles gut. Nein, komm zurück, Echse. Oh. Naja. Was denn? Momentchen mal. Was bleibst du denn so ruhig? Da ist ja wohl ein Schrein, oder? Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Na, wenigstens habe ich gegen den Auserwählten verloren. Das ist natürlich eine Ehre. Also wirklich, Payo, dich beunruhigt ja auch nichts weiter. Ich hätte fast einen Herzkasper bekommen. Das hat mich mindestens 3 Jahre meines Lebens gekostet. Nur 3 Jahre? Na, wie bitte? Gut. Die ganze Aufregung hat mich 3 Jahre meines Lebens gekostet, aber jetzt haben wir jetzt mindestens ein neues Ziel. Den neuen Champion entthronen. Ich will nicht ruhen, bis Payo wieder die Beste der Besten ist. So, genug geplaudert. Wenn du schon mal hier bist, willst du ein Rennen versuchen? Auch als Champion musst du aber 100 Ruhe. Hä? 100 Rubine. Stell mich nicht an. Wow, du machst Schaden, Alter. Warum machst du so viel Schaden? Wie das Ding einfach so viel Schaden macht. Krass. Das macht mehr Schaden als der Boss aus dem Titan. Ah, noch so einer. Rakyu Oro Schrein. Uro. Dann gehen wir mal hinein. Ach ja, wird interessant zu schneiden sein, dieser Part. Ganze Laufwege rausschneiden. Und eventuell ein bisschen was. Oh, ist nur ein Segen. Ach, cool. Ja, eventuell einfach nur ein bisschen Glück haben und alles, ne? Ein Sonnenschild mit Schildblock plus 5. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber hat eine Menge Verteidigung, das Ding. Eine große Menge Verteidigung. Dürfte bisher das Schild sein mit der meisten Verteidigung, die ich habe. Oder? Schau mal kurz. Nee, Schottschild ist stärker. Trotzdem. Holy crap. Knapp. Knapp dran. Nur 8 Punkte. Und 2 Punkte niedriger als ein Wächterschild Plus. Und die haben es ja in sich. Aber keine Ausdauer. Naja, ich muss halt schauen, wie ich die Parts hier schneiden werde, weil... Naja, Quests ist so ein bisschen die Sache. Ich kann die Wege beschleunigen. Lege Musik drunter, alles tufti und so weiter. Oder aber ich lasse es so, wie es ist. Und dann ist der Part mittlerweile schon 55 Minuten lang. Und ich glaube, das will keiner. Nur Quests 55 Minuten lang machen. So, da ist ein Exile Force. Ich brauche eine Sandrobbe. Ich weiß, wo ich eine herbekomme. Vom Eingang der Stadt. Da muss ich ein kleines Stück laufen. Nee.
Ist das irgendwie unten? Ich habe die Befürchtung, das Ding ist da unten drin. Hier. Allerdings sehe ich das Ding nicht, aber ich denke mal, es wird da unten drin sein. Oh oh. Hallo Moldra. Bist du da? Ich habe irgendwo gerade Angst, ohne Scheiß. Ich sehe, da ist was, aber ich weiß nicht, wo es ist. Und es macht mir irgendwo total Panik. Da hinten ist irgendjemand. Das ist Moldra. Oh! Hi! Ach du Scheiße, was bist du denn? Du siehst aus wie eine riesige Sandrobbe. Hey Moldra! Alles klar, Digga. Alter, what? What? Au! Oh, what the fuck? Das ist so. Nom, nom, nom. Du bist tot. Hom, hom. What the crap? So viel Schaden. Das kann ja kein. Das ist ja. What? Das ist ja abartig. Okay, ich brauche auf jeden Fall was zu essen dafür. Oh. Oder kann ich das Ding hier eventuell drunter lotsen? Hey, hier drüben. Hier. Au. Au, das tut weh. Das Ding ist echt gigantisch, ohne Scheiß. Und fucking stark. Warum macht das Ding so viel Schaden, ey? Okay, keine Chance, dass irgendwo... halbwegs anzugreifen, aber das hat mir auch übelst wieder Schaden zugefügt. Wie soll man denen hier Schaden zufügen? Au. Boah. Das ist doch scheiße, what the fuck? Wie soll man bitte Moldra besiegen? Ich sehe ja keine Möglichkeit, mir irgendwo was zu machen. Das Ding kommt aus dem Meer raus und frisst ein. Na gut. So, wo ist Moldra? Ich bin gespannt, wie ich das jetzt machen werde hier. Ob es funktioniert, weil ich habe keinen Schimmer, wie ich das Ding umhauen soll. Da vorne ist es. Da hinterm Stein. Aha. Moldra, holy crap, was ein Riesenmonster von dem Vieh. Au. Au. Sandrobo, grüß dich, Sandrobo, komm her. Ein Schlag noch, ist das Ding besiegt. Gott sei Dank. Holy shit, ey. Alter Schwede. Also, das Ding doch. Das sind drauf Schatzkisten? The fuck? Moldra-Herzen. Es hat mehrere. Moldra-Flosse. Hat es auch anscheinend mehrere. Und Schatzkisten. Warum auch immer droppt das Schatzkisten? Königsbogen. 38. Und... eine Gerudelanze mit Haltbarkeit plus. What? Was hat das Ding denn alles gefuttert? Hammermäßig. Wow, also
Ew, das Ding ist i. Das Ding ist einfach nur i. Gut, aber ich habe jetzt Moldra-Herzen. Ja, wenn ihr Moldra besiegen wollt, kleiner Tipp, hole ich eine Sandrobbe. Und dann versucht das Ding einfach irgendwo mit Bombenfallen zu treffen. Dann liegt es auf dem Boden und ihr könnt es easy peasy einfangen. Also umhauen. Einfangen will ich jetzt die Sandrobbe. Aber die schleicht sich von mir weg. Na gut, dann kommt halt der Sprung von oben auf sie drauf. Hab dich. Gut. Gehen wir weiter Richtung Osten, Richtung des Exil des Drachen. Denn da müsste noch etwas sein. Ein Schrein vielleicht? Hoffentlich. Aber auf jeden Fall eine Quest. Und, ah, hier ist ja unfassbar heiß. Ach du Schande. Ja. Das könnte ein bisschen heftig werden. Das kann ein bisschen heftig werden. Na gut, ich hab noch Maxi, ich bin ganz dabei. Oh je. Es gibt noch einen Moldra, ach nee. Einmal rum. Und wenn wir schon mal dabei sind, vielleicht nicht sterben. Au. Und genau wie gerade. Oder nicht genau wie gerade. Einfach ein bisschen drauf und dann passt das. Gut. Ding ist tot. Und ich habe irgendwas angehittet. Sieht aus wie ein Exalfos. Der ein bisschen Elektrofelder macht. Nein. Böse. Vor allem sind da Metallkisten Arsch. Vollidiot, ey. Ich sag, du bist ein Vollidiot, ey. Hau ab. Gib mir die Herzen, ey. Die Herz hin. Nein. Auf damit. Hallo, Kisten. Was ist denn in euch drin? Ein Gerudebogen mit Schnellfeuer. Okay, krass. Was hat denn ein anderer Bogen da? Nee. Und eine Kiste mit einem Königsschwert mit Haltbarkeit. Ja, warum nicht? Ein Königsschwert mit Haltbarkeit. Das ist auf jeden Fall besser als ein Wächterschwert mit Gnadenstoß. Gut. Dann sollte hier in der Gegend noch irgendwo eine Dame zu finden sein, die ein etwas sucht. Oder der mir helfen sollte. Suche nach Baretta. Riesenfossil im Südwesten. Gut. Da brauche ich auf jeden Fall meinen Freund da vorne. Sonst kriegt er einfach nur Fett auf Schnauze. Ja, von der Hitze sowieso. Hitze, Hitze, Hitze. Wo habe ich meine Materialien? Da habe ich meine Materialien. Hab dich. Komm, auf geht's. Weiter nach Osten. Weiter zum Riesenfossil. Menge von den Zitterfrüchten haben will. Komm her. Wie kriegt man eigentlich so einen Rob am besten gefangen? Ah, so, einfach anspringen. Okay. Da ist noch eine weitere Robbe. Hi. Ah, und hier ist ein Sandsturm. Na, herrlich. Muss also immer noch geradeaus. Immer geradeaus durch die Wüste, durch den Sandsturm und alles. Ugh. Das ist ja ekelhaft. Wenn die hier irgendwo Crocs verstecken sollten, ne?
richtig Arschloch. Einfach nur richtig Arschloch-mäßig. So, hier ist das Riesenfossil. Und da ist ein Schrein runter. Hey, wir haben dich schon gesucht. Bist du eine Fee? Oder ein Götterbote, der mich in den Himmel mitnimmt? Ich kann gar nicht richtig sehen. Das ist wohl das Ende. Reiß dich zusammen. Wenn ich nur einmal eine Maxiduran essen könnte. Maxiduran. Durian. Oh Götter, bevor mich abholt, lass mich doch einmal eine Durian essen. Ich habe keine. Oh, aber da vorne ist eine große Fee. Wow. Also, wow. Der Havakai-Schrein. Zuerst einmal, Gott sei Dank ist hier ein verdammter Teleport. Und Gott sei Dank ist hier ein Schatten. Weil, aua, das wäre voll böse. Und zum anderen, hier ist eine große Fee mitten in der Wüste am Arsch der Welt. Mit 4 Feen? Also ich nehme es gerne mit. Und Blutkraut. Und Zitterkraut und Frostkraut auch. Tipp, nicht in der Sonne stehen. Prinzessin Enzian gibt es hier auch. Ein paar Sandrobben, wenn man sie braucht. Die chillen hier auch ihre Basis im Schatten. Wahnsinn. Hier gibt es eine Menge Kräuter. Also, wenn ihr was braucht für irgendein Gebiet, kommt ihr her. So, weitere Feen. Dich habe ich verscheucht, okay. Und dann fragen wir mal, hey große Fee, hast du vielleicht einen Maxidurian? Du, junger Mann, bitte höre mich an. Aber geh. Ich bin die große Fee Tera. Hier war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren. What? What? Du hast doch gelitten. 10.000 Rubine. Willst du mich verarschen, Mädel? What the heck? Wer hat denn bitte 10.000 Rubine auf Tasche? Ich auf keinen Fall. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich welche holen. 10.000! What the fuck? Klar, der Preis steigt pro Fee an, aber heilige Scheiße. Hochspannung. Okay, wieder ein einfacher Schrein. Hurra! Ein Schrein mit Elektrizität. Wo man nur ganz gut einfach platzieren muss. Und zwar Kisten. Diese Metall. Und zwar am besten so, dass der ganze Scheiß nicht umkippt. So, die Kiste ist offen. Die Tür ist offen. Und wir können weiter. Sehr schön. 10.000 Rubine, ey, die haben da so hart gelitten. Ich sollte die Kiste mal mitnehmen. Scheint mir die richtige Entscheidung zu sein. Weil, naja, wer weiß schon, was hier passieren wird, ne? Nicht. Außer das. Das war irgendwo klar. So, andere Kiste, komm her. Zum Glück hast du mich jetzt nicht elektroschockt, das wäre echt böse geworden. Apropos elektroschockt. Hey, Isolierkleidung bitte mal anziehen. So, Kugel hier rüber. Oder auch nicht. Kugel darüber und die Kiste noch ein bisschen näher ran. Bisschen näher ran an die hier. Gut, das sollte reichen. Hoffentlich. Oder auch nicht. Ich hole die noch mal ein bisschen näher ran. Stell die dann direkt da drauf.
Direkt da drauf. Gut. Das sollte hoffentlich jetzt reichen. Nein? Gar nicht? Ernsthaft nicht? Oh mein Gott. Komm schon. Kugel. Oh. Ich könnte natürlich auch die Kiste mitnehmen, die unten liegt, im Wasser. Das wäre wahrscheinlich noch hilfreicher. Ein antiker Riesenkern. Sehr schick. Sehr schick. So, dann stellen wir dich einfach hier vorne hin. Alles noch ein bisschen näher dran. Aktivieren dich. Nehme ich mit. Und haben den funktionierenden Aufzug. Sehr schön. Stromkreise. Ich mag Stromkreise. So. Fehlt noch eine weitere Kiste hier mindestens. Ah, Nanorechte. Nein. Dafür nehmen wir mal diese hier. Ach, sind drei Stück sogar. Ah, diesen RIP. Lass mich raten, sobald ich die berühre, dann drehen die sich. Yep. Wo ist die Kugel hin? Ach, da unten. Okay, ich weiß genau, wie ich es machen muss. Ich muss sie genau so ablegen. So. Dass ich da vorbeilaufen kann. Und ja mit dem Magnetmodul rüberziehen kann, weil sonst ist einfach nur blöd. Nee. Oh. Ich nehme mir die Teilung mit. Federn und sowas. Ist hilfreich dabei zu haben. Vor allem, wenn man Sachen aufrüsten will, sollte man immer dabei haben, das Zeug. Gut. Nicht berühren. Die haben eine große Reichweite damit. Gut. Da hinten scheint noch ein Raum zu sein. Hinter der Wand. Interessant. Was haben wir denn da für einen Raum? Und außerdem, wozu ist denn das hier gut? Ah. Und wozu ist der da oben gut? Um da den Raum zu öffnen. Wo eine Kiste ist, die ich gerne haben mag. Dankeschön. Nehme ich gern. 300 Rubine. Naja, ist ein guter Weg zu den 10.000 Rubinen, die man braucht für diese verdammte letzte Fee. Das ist ja abartig, ey. Ganz im Ernst, wir kommen da bitte drauf. 10.000 Rubine. Ha. Fies. Da ist der Ausgang, aber Moment mal. Da fehlt ein Zahnrad. Ach du Kacke, was ist denn hier los? What? Oh, ich sehe schon. Moment. Na los, geh da runter. Ich glaube, das war schon der richtige Ansatz irgendwo, aber ich muss den anderen da hinten, den hier betätigen. Damit ich sagen kann, alle runter. Bis auf die zwei. Na, dann dürfte der Stromkreis geschlossen sein. Genau. Schlau, schlau.
So, dann haben wir hier unter dem Zahnrad, das wir brauchen. Sogar noch ganz toll eine Kiste versteckt. Mit einem Saphir. Dankeschön. So, du kommst mit. Dich bringen wir an. Und dann gehen wir hier raus, weil das scheint schon alles gewesen zu sein. Yep. Sehr, sehr schön. Und auf Wiedersehen. Gut. Meine Güte, ey. Entzeichne Bewährungen 3. Gut. Puh, ich glaube, ich werde mal 10.000 Münzen sammeln müssen. Ich meine Rubine. Das könnte ein bisschen problematisch werden. 10.000 ist ein bisschen heftig. Aber ganz im Ernst, also am Arsch der Welt. Am Arsch der Welt haben sie die letzte große Fee, das ist irgendwo hart lächerlich. Gut, aber ich brauche noch eine Riesendurian. Und ich glaube, ich weiß sowas, weil ich gebe die war noch hier oben. Hier bei der Quelle ist Mut, ist auf dem Pharodra-Plateau, müssten die gewesen sein. Wer mir nicht alles täuscht. Allerdings gehe ich von hier Süden, vom Süden dran. Popomanito-Schrein. Ich hoffe, da waren welche. Wenn nicht, dann habe ich echt die Arschkarte. Ich bin wieder da. Ich habe da was mich mitgebracht. Etwas, was du haben möchtest. Eine Maxi-Durian. Oh Gott, bevor mich abholt, lass mich noch einmal Durian essen. Maxi-Durian, nur ein Bissen. Hier, bitte. Bitteschön. Ah, du bist meine Rettung. Sack, sack? Oh, kennen wir uns nicht? Du warst also wirklich ein Boy. Ich dachte mir schon, dass du für einen Hylianer Wai ungewöhnlich muskulös bist. Aber keine Angst, ich werde dich nicht verraten. Immerhin hast du mir das Leben gerettet. Ihr seid also doch keine Klingonen. Gott sei Dank. Ach, ich fühle mich immer noch etwas schwach. Ich werde mich nur kurz ausruhen, bevor ich zurückkehre. Mach dich gefasst. Du meinst, die anderen sind wütend auf mich? Dann haben sie bemerkt, dass ich weg bin. Oje, oje, oje. Dann sollte ich mich wohl beeilen. Bis dann. Savork. Savork? Savak? Savork. Da ist er mal verschwunden. Krass. Wir sollen zurück zu Lanya gehen. Okay, tun wir das. Und du große Fee, du musst noch ein bisschen warten auf mich. Denn zunächst einmal kehren wir nach Gerudo-Stadt zurück. Ich komme zwischen Gerudo-Stadt und Geronia irgendwo durcheinander. Noch Gerudo und Geron. Ich weiß nicht warum. Sind zu sehr am Anfang gleich. Irgendwo mit beide und G und so. Gut. Wir haben Moldra besiegt. 2 Stück davon. Ich weiß nicht, wie viele es aber insgesamt gibt, aber ekelhaft. Ja. Also einfach zu besiegen, aber ekelhaft. Haben auch mal gesehen, wie Ubursas Fähigkeit aktiviert wird. Da schockt man sich selbst ziemlich heftig. Aua. Es sei denn, es war der Boss, der das gemacht hat. Wäre möglich gewesen. Er hat mich ziemlich Schaden zugefügt. Leider. Und ja, wir haben einiges heute geschafft eigentlich. Beziehungsweise, ja, eine ganze Menge in einer Stunde 45. Aber zunächst einmal würde ich doch gerne mal schauen, ob ich unsere Freundin nicht finden kann. Ach, hier die alte Oma wieder. Das dürfte die Dame sein, die wieder anfragt, richtig? Natürlich. Ich hab was für dich. Ah, du bist es. Mein Mann ist der einzige Woi, der mir je gesagt hat, dass ich schön bin. Ich würde alles tun, um ihm einen Moldra herzubesorgen. Aber ich bin einfach nicht stark genug. Wie erfüllt dich? Das.
Das ist ja ein Moldra-Herz. Kann ich es wirklich haben? Sag, sag. Das ist das Einzige, was ich dir jetzt zum Dank geben kann. Bitte nimm es an. 300 Rubine, wow. Ich kann ihn retten. Immer gerne. Immer gerne. Und auch hier, ihr Versager. Oh, du bist wirklich eine mutige Wai. Barret hat uns alles erzählt, wie du so gefunden hast, meine ich. Du warst heldenhafter als jeder Woi, hat sie gesagt. Wenn du eine Gerudo wärst, müsstest du unbedingt unserer Einheit beitreten. Sieht jedenfalls danach aus, als wäre hier, als wäre ich davon gekommen, ohne dass die Kommandantin mir den Kopf abreißt. Du bist sicher erschöpft, oder? Hier, nimm dir etwas zum Dank und kauf dir irgendwas vom Markt. Dafür bekomme ich 100, okay. Die Suche nach Barretta ist geschafft. Du hast aber keine Quest für uns, oder? Gleich klar? Nein. Wenn die einfach alle wüssten, die wissen ja teilweise einfach, dass ich ein Typ bin. Ja? Aber gibt keiner Fakt drauf, weil die Gesetze sagen, hier dürft kein Typ rein. Ätzend. Na gut, waren das jetzt alle Quests hier oder gibt es da noch weitere, die ich absolvieren muss? Denn einige gibt es da noch, die ich theoretisch machen könnte. Zum Beispiel gäbe es da Geheimniskämmerei, wo ich aber nicht weiß, wie genau ich es machen soll. Umweltsünder, wo ich 10 Wildbeeren sammeln muss. Ah, wahrscheinlich muss ich die auch machen. Nee, ärgerlich. Die 8. Kriegerin. Da muss ich aber auch nach Norden. Also 3 Stück. Wobei ich keine Ahnung habe, wie ich die machen soll. Umweltsünder. Dafür muss ich das machen. Da muss ich die Beeren sammeln. Und die 8. Kriegerin, das war außerhalb. Hi. Als sie Donnerhelm trug und an deiner Seite kämpfte, hatte ich das Gefühl, eine Stimme ruft meinen Namen. Ryu. Es ist lange her, dass mich jemand so angesprochen hat. Die starke, warme Stimme, vielleicht war es wirklich Obosa. Ryu. Du magst es, sie so anzusprechen. Hast du vergessen, dass sie eine Königin ist? Oh. Ist schon gut, Bella. Ich höre gern von Zeit zu Zeit meinen Vornamen. Und wie sieht's aus mit dem Donnerhelm? Mhm. Ja. Nein. Okay, dann muss ich noch mehr Quests machen. Das wird ekelhaft. Gut, also muss ich noch ein bisschen was suchen gehen. Wie auch immer, ich mache an der Stelle einen kurzen Cut für mich selbst, weil, naja, fast 2 Stunden. Und es kommt gleich Shaman King, deswegen schauen im Fernsehen. Deswegen mache ich einen Cut. Ich sag bis gleich und, naja, man sieht sich. Bye.